Guckt euch mal das Ding hier an. Tesla. Hier. Tesla, Leute. Zack. Geil, oder? Ja, moin moin, Leute. Schrauber und Tour. Ja, da brauchen wir nicht weit fahren. Zwei Hausnummern weiter. Nachbar hat nämlich ein Problem. Sein Auto sprang nach der Motorwäsche, nicht nach der Motorwäsche, sondern nach der Unterbodenwäsche nicht an. Er musste zur Hauptuntersuchung und da ist er vorher aber durch Schlamm gefahren. Da hat er gesagt, komm, machen wir eine Unterbodenwäsche. Zack. Er konnte die Karre nicht aus dem Waschpark rausfahren. Jetzt wollen wir uns das Ganze mal angucken. Ich habe natürlich auch gestern schon so ein bisschen geschaut, um mir so einen Überblick drüber zu verschaffen. War natürlich extrem dunkel, um 21 Uhr abends oder so. Da hätte es mit der Kamera nicht so viel Sinn gemacht. Aber ich will es euch nicht vorenthalten. Wir gucken einmal unter die Haube. Also Fahrzeug springt nicht an. Tada, Luftfilterkasten haben wir abgemacht und ich habe mir natürlich die Zündkabel angeschaut und ich habe auch geguckt, ob ein Zündfunken hat. Ich habe also diesen hier von der Zündspule direkt hier abgezogen. Ich war nämlich der Meinung, dass die kaputt ist. Die gehen gerne kaputt, vor allem bei Feuchtigkeit. Habe also den abgezogen, hier dran gehalten. Funke ist da, sprang trotzdem nicht an. Dann habe ich mir die Kabel angeschaut. Oh, schaut euch das an. Nice, auch nice. Nice, alles überall uralt und das allergeilste, Leute, ist das hier. Na, was ist das? Ja? Oh, der zweite Zylinder. Schaut euch mal die Kerze vom zweiten Zylinder an. Da, die Elektrode ist nicht da. Hier ist eine. Hier ist keine. Da ist eine Elektrode da. Ja, Mann, die ist hier einfach drin geblieben. Geile Sache, oder? Ja, sowas habe ich auch noch nicht erlebt und das ist wirklich das erste Mal für mich. Ja, wenn ich das Auto wäre, hätte ich auch keinen Bock anzuspringen. Ja, komm, Werkzeug ist schon ausgepackt. Als erstes holen wir die Zündkerzen raus. Ich hatte nämlich so ein bisschen die Sorge, dass der Docht oder die Mittelelektrode, dass sie in den Motor reinfällt. Aber das glaube ich nicht, denn die wird ja von der Zündkerze nochmal seitlich festgehalten. Naja, holen wir erstmal die Kerzen raus. So, so sieht's aus, Leute. Und heftig, oder? Kerzen selber. Elektrode. Ja, die sieht schon ziemlich fertig aus. Und das ist ja wohl der Härtefall. Zum Glück ist die Elektrode hier nicht rausgefallen. Aber die sieht auch echt übel aus. Also ziemlich... Ja, die sind komplett runter. Also alles wurde an dem Auto gemacht. Also servicetechnisch ist das Auto in gutem Zustand. Aber das hier... Die Kerzen, die wurden noch nie gemacht, die sind wirklich komplett runter. Wow. Bevor wir die neuen Kerzen einbauen, also hier schon mal vier neue, die sehen gut aus, machen wir auch die Zündkabel neu. Und zwar haben wir hier vier neue Zündleitungen inklusive der Mittelleitung. Und wir machen natürlich auch noch mal eine neue Zündspule rein. Weil ich dachte erstmal, die ist auch kaputt, die geht kaputt und deshalb, gut, jetzt haben wir die mitbestellt, weil die gehen sowieso regelmäßig im Eimer, machen wir mit neu. So, und dafür müssen wir hier die Zündkabel rausholen, die klemmen manchmal und was man hier auf keinen Fall machen darf, ist hier die irgendwie vertauschen. Deshalb werden wir das eine nach der anderen machen. Bevor wir die aber ausmachen, empfiehlt es sich trotzdem, ja, komm, wir machen die Kerzen rein, nicht, dass da irgendwie so ein Stück Dreck reinfällt oder sowas, schrauben die eben fest.
Zündkerzen immer prüfen, dass hier nichts verbogen ist, dass die Kontakte sich nicht berühren. Ganz, ganz wichtig. So, wir fangen mit dem Kabel für die vierte Kerze an. Und hier muss man aufpassen, macht nichts kaputt oder so. Also die klemmen hier ganz gerne. So, Nummer 1 ist raus. Und jetzt holen wir uns ein neues. Und zwar, ja, die sind alle viel länger als das, was wir eigentlich brauchen. Aber wir machen einfach eins. Und wir holen uns das kürzeste, was wir hier haben. So, und ab dafür. Zack. So, ist drauf. Hier muss man aufpassen, was hier gerne mal passiert ist, dass das Kabel hier drauf kommt, so, und dann vom Luftfilterkasten gequetscht wird, ne? Also hier so oder, ne? Also hier auf jeden Fall, weil es halt zu lang ist, kann man nichts machen. So schön so machen, dass es auch gut aussieht. Dann haben wir das schon mal. Bei dem hier haben wir ein Problem. Und zwar müssen wir hier das erstmal aufmachen und auch Kabel für Kabel austauschen. Und nicht kaputt brechen. Das ist immer cool, wenn das immer ganz bleibt. Zack. Komplette Leiste. So, und dann arbeiten wir uns mal. So, hier haben wir den Zylinder 3. Holen wir uns den mal raus. Und so, Kabel 3, das nächste kurze. Welches wird das sein jetzt hier? Dieses. So, das ist auch ein bisschen länger, aber kurz genug. Und ab dafür. Dieses geht allerdings hier so schön verlegen und da rein. Kommt später auf jeden Fall in dieses Plastikgehäuse rein. Einlegen, ne? Das ist, ich könnte ein Ei legen.
So, und so sieht's aus. Und der kommt hier schön wieder in die Originalhalterung. Sieht ganz gut aus. Zu lange Kabel ein bisschen rausziehen. Nicht aus dem Luftfilterkasten schleifen. Und dann haben wir es. So, Zündspule noch. Hier haben wir einen Torx und von hinten ist eine Mutter. Deshalb schön gegenhalten, sonst fällt euch die Mutter rein und dann, dann sucht ihr die nämlich. Und die Mutter rausholen dauert länger als die Zündspule wechseln. So, hier ist das gute Stück. Zack. Und noch eine Schraube. Hier die Schraube. Und auch wieder die Mutter festhalten. Leute. Oh, da ist sie, siehst du? Verschollen. Schraube auch. Oh, ich mache einfach alles kaputt. So, den nochmal raus und fertig. Neues Teil. Und probieren wir mal unser Glück. Zack, anschließen. Na, die Mutter rauswischen, die ist mir nämlich doch runtergefallen. Wie ich schon sagte, Leute. Könnte länger dauern als die Zündspule wechseln. So, da haben wir die Mutter und die Schraube ist unterm Auto. Ja Leute, jetzt haben wir tatsächlich, habe ich die Mutter im Wasserkasten reinfallen lassen und die Schraube aufs Getriebe und es ist so, wie ich gesagt habe, wir haben länger Mutter und Schraube gesucht, als das Ding hier zu wechseln. Ohne Spaß meine ich. So und ansetzen, coole Sache. So schnell, das geht so schnell, das ist richtig cool. So, dann haben wir den hier. Irgendwie. Mit der Masse. Zack. Ja, dran. Mütterchen drauf. Ganz wichtig hier, ganz häufig wird nämlich das Masseband nicht mit drauf gemacht und das ist ganz, ganz schlecht. Dann habt ihr nämlich Masseprobleme und dann laufen die Karren nicht. Alles klar, Leute. Zündspule gewechselt, Zündkerzen gewechselt, Zündkabel gewechselt, Klemme 4 ist das, glaube ich, ja auch gewechselt. Das Einzige, was wirklich noch fehlt, ist eigentlich die Zündspule zum Verteiler. Die sehen wirklich nicht mehr so gut aus, aber das war nicht vorrätig. Das dauert ein paar Tage, bis das Ding kommt. Ich hoffe, der springt damit noch an. Wir haben es auf jeden Fall gestern schon gereinigt. So, und dann würde ich sagen, Start. Ja, das hat sich echt schwer getan. Aber das Problem ist, das Auto wurde mehrfach probiert zu starten. Und das jetzt nicht nur heute, sondern den Tag davor. Einmal so lange gestartet, bis die Batterie leer war. Der ist komplett abgesoffen. Ne? Spielt auch ordentlich, aber jetzt läuft er. Und der wird jetzt auch zukünftig laufen, denn so eine Zündkerze habe ich wirklich noch nie gesehen. Schauen wir uns das selber nochmal an, ey. Also das ist ja echt der Kracher. Das ist cool. Oh Mann, richtig gut. So. Oh, die Bremse hat erstmal gekracht. Das Auto stand nämlich schon ein paar Tage. Ja, eine Probefahrt, nicht unbedingt eine Probefahrt, ich wollte unbedingt mit dem Auto fahren, denn dieses hat eine unglaubliche Leistungsentfaltung mit diesem Motor. Was hat er an PS? 50. Boah, ey, 50. Guckt euch mal die Karre im Innenraum an, hier passt noch nicht mal ein Pferd rein und er hat 50 Pferde hier reingekriegt. Unfassbar, oder? Ja, so voll durchgetreten. Boah. Die Räder, die drehen so stark durch, dass man gar keinen Schub merkt, das ist wie auf Eis.
Oder hat er einfach wirklich nur 50 PS? Nein, Leute, also, ruckelt nicht. Wie ich schon sagte, ne, mit dem Zündverteiler war ein bisschen blöd. Aber sonst hat alles gut funktioniert. Hätte ich jetzt so gesagt. Ne? Mal eben schnell vor der Haustür, bis vor die Haustür. Also nach der Waschanlage ist er wirklich mal angesprungen. Nach langem Örgeln ist er angesprungen. Hier ist aber ganz schön. Guck mal, was ist mit deiner Lüftung hier? Wo kann ich denn was machen? Zeig mal. Ach da, alles klar. Ach so, hier unten. Okay, weil guckt euch mal das Ding hier an. Tesla. Hier. Tesla, Leute. Zack. Geil, oder? Mega. Ja, zum Glück, also zum Glück steht der hier nämlich noch auf Sommerzeit, weil deshalb ist es noch hell. Ja, gestern war es um diese Zeit nämlich ganz schön dunkel. Ja, wo bin ich stehen geblieben? Also, wir fahren jetzt einfach nochmal zur Post. Denn da hat wieder einer eine schöne Bitratsche bestellt. Und wir müssen das mal eben wegschicken. Das einfach nur für euch zur Info. Die normalen Ratschenknarren sind nämlich alle. Aber ich habe noch, ich glaube, 6 Bitratschen. Und bin dabei, aber neue zu produzieren. Denn es ist nicht einfach so, dass ich irgendwo kaufe und abgebe. Nein, die werden produziert. Ja, ziehen tut er gut. Alles wunderbar. Leute, das war's. Das war's an dieser Stelle. Hört sich richtig gut. Ich würde sagen, wir sehen uns demnächst auf YouTube, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst. Tschüss, euer